Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier im alten Lager angekommen und haben ein bisschen darüber erfahren, was wir tun müssen, um dem Lager beizutreten, um hier an Torus und den Wachen vorbeizukommen. Und ja, jetzt habe ich vor, das Lager ein wenig zu erforschen, um zu schauen, wen es alles hier gibt und was wir hier alles Schönes finden können. Und es regnet, ist das nicht schön? Zwar, naja, doch, da sind so ein paar Wolken. Und man kann immer noch den Sternenhimmel sehen. Ja, ich wollte das Lager ein wenig erforschen, um zu schauen, wer hier alles ist. Und ich will nicht hier lang gehen. Ich gehe erstmal woanders lang. Ich zeige euch gleich, warum. Aber, ja, genau. Ich gehe erstmal hier rum. Ihr werdet schon sehen. Diejenigen, die wissen, was uns da erwartet, werden jetzt wahrscheinlich ein Grinsen auf dem Gesicht haben. ja. Egal. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar interessante Leute finden, mit denen wir reden können. Oh, der spielt ein schönes Lied. Ist natürlich doof, dass der Hintergrund-Soundtrack darüber geht, aber naja, so toll ist es jetzt auch wieder nicht. Haben wir hier unten... Oh Gott, da sitzt der schon. Da sitzt der. Oder das war doch die Person, vor der ich... Oder, nee, die waren der. Egal. Reden wir erstmal mit dem Koch hier. Das ist nämlich Snarf. Snuff, ohne R. Und vielleicht hat er uns ja was Interessantes zu erzählen. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Das klingt ja sehr appetitlich. Wir können aussehen, hört sich gut an und willst du, dass ich kotze? Na, sagen wir mal, hört sich gut an. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Ja, wir haben ja schon welche gesehen. Wir haben sogar schon etwas Fleisch. Ich glaube, das genug Fleischschwanzenfleisch haben wir schon. Uns fehlen nur noch die Höllenpilze. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Interessant, das sollten wir uns merken, dass er Neck losgeschickt hat. Das könnte eventuell noch von Bedeutung sein. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich werde jetzt mal hier lang gehen. Da sitzt er schon, ja. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Genau. Verpiss dich. Verpiss dich. Bitte. Du bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Nein. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Sei bitte still, ja. Matt ist sowas wie ein kleiner Scherz der Entwickler. Das ist der nervigste Charakter im Spiel. Solange wir uns hier im alten Lager befinden, rennt er uns hinterher und in regelmäßigen Abständen kommentiert er das. Das heißt, wir wollen hier einfach nur rumlaufen und gucken. Und er fängt dann einfach an, mit uns zu reden und unterbricht uns bei dem, was wir gerade tun wollten. Was natürlich sehr nervig ist. Und ja, wir können ihn auch einfach schlagen. Dann haut er ab, kommt irgendwann wieder, bis wir ihn komplett die Lebensenergie abziehen. Dann kommt er nicht mehr wieder. Und dann haben wir Ruhe vor ihm. Wenn wir ihn aber das ganze Spiel aushalten, soll man angeblich in den Matt-Fanclub kommen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Und ich werde es auch nicht in diesem Let's Play machen. Nein. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich stimmt oder ob das nur ein Scherz ist, dass es einen Matt-Fanclub gibt. Ich habe es irgendwann mal in einem Forum gelesen, aber... Ja, ich bin wirklich nicht sehr erpicht darauf, das auszuprobieren. Naja, wir haben jetzt erstmal hier Fingers. Von dem hat uns ja Diego schon erzählt. Der soll uns ein paar Diebestalente beibringen können.
Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Ja, wir sollten mal wieder Diegos Namen erwähnen. Der hat scheint hier einiges an Gewicht zu haben. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, was kann er uns denn beibringen? Schlösser öffnen Stufe 1 für 10 Lernpunkte, Stufe 2 und Taschendiebstahl. Ja, es gibt viele Leute, die sind der Meinung, Diebestalente sollte man gar nicht lernen in Gothic. Zumindest in Gothic 1, ich weiß nicht, wie es in den anderen Teilen steht. Denn die sind ziemlich nutzlos. Taschendiebstahl, gut, man kann den Leuten was aus der Tasche ziehen. Das bringt einem bloß gar nichts, wir brauchen es in der Story nicht. Und ja, das bisschen, da verschwenden wir 10 bis 30 Lernpunkte dafür, um am Anfang ein bisschen mehr Erz zu haben. Später werden wir so ein Erz schwimmen, dass wir das überhaupt nicht mehr brauchen. Und da ist es dann sinnvoller, wenn man diese 30 Lernpunkte lieber woanders rein investiert. Schlösser öffnen sagen auch viele, dass man das nicht braucht, denn man kann einfach, wenn man eine verschlossene Kiste hat, davor speichern und dann so lange ausprobieren, bis man die richtige Kombination hat, laden und sie dann öffnen. Man braucht also Schlösser öffnen auch gar nicht, um Kisten zu öffnen. Man kann die alle Kisten so öffnen, ohne das einmal gelernt zu haben. Ich habe das im richtigen Spiel auch gemacht, aber für das Let's Play würde ich doch gerne zumindest Stufe 1 Schlösser öffnen lernen. Dann hat man nur noch eine 50% Chance, dass der Dietrich abbricht, wenn man es falsch macht, glaube ich zumindest. Vielleicht auch Schlösser öffnen Stufe 2, wenn wir später Lernpunkte übrig haben, aber erstmal nur Stufe 1. Und dann halt eine entsprechende Menge an Dietrichen kaufen. Und wenn ich keine Dietrichen mehr habe, habe ich Pech gehabt. Aber das mit dem Speichern, Laden würde ich ungern fürs Let's Play machen. Ja. Wir können ja noch fragen, ob er uns eventuell beibringen kann, uns lautlos zu bewegen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalorn der bessere Mann für dich? Tja, Kavalorn werden wir später noch kennenlernen. Allerdings werde ich das Schleichen auch nicht lernen. Übrigens ist Schleichen eine Voraussetzung für Taschendiebstahl, soweit ich weiß. Aber da ich sowieso nicht lernen will und Schleichen ansonsten nicht besonders viel bringt, werde ich das einfach sein lassen und die Lernpunkte sinnvoller investieren. Vor allem, wenn wir Magier werden wollen, brauchen wir verdammt viele Lernpunkte. Und da wäre es echt dämlich, die so rauszuschleudern. Wo finde ich Kavalorn? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Ja, das Schöne ist, um dem alten Lager beizubringen, muss man zwar von Schatten Zustimmung bekommen, allerdings nicht von allen. Das heißt, normalerweise würde ich von Fingers einfach nichts lernen und auf seine Stimme pfeifen und dann einfach trotzdem beitreten. Lass Nein, dich von Mart. Mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Kannst du das nicht bitte still machen? Wo war ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Aber da wir sowieso, oder da ich zumindest sowieso Schlösser öffnen Stufe 1 lernen möchte. Moment, ich muss mal eben was tun. Ich muss mal eben mich mir Matt entledigen. So, dann gibt der erstmal für einen Moment Ruhe. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Genau, da wir sowieso Stufe 1 Schlösser öffnen lernen wollen,
werde ich das machen, dann kriegen wir da noch ein bisschen Erfahrung. Leider nicht genug, dass es mir direkt 10 weitere Lernpunkte einbringt. Das reicht nicht für ein Level. Aber Erfahrung ist Erfahrung. Wenn wir es sowieso haben wollen, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Ja, hier mit der Pfanne kann ich interagieren, um mein ganzes Fleisch zu braten, das ich bei mir hatte. Und zwar können wir jetzt sehen, ja, ich habe alles gebratene Fleisch gebraten. Alles Rohfleisch gebraten. Und anstatt 10 Lebensenergie gibt es jetzt 15 Lebensenergie-Bonus. Also macht es schon Sinn und es lohnt sich, das zu tun. Ja, jetzt sind alle Leute mittlerweile im Bett oder in ihren Hütten, weil es schon so dunkel ist. Normalerweise läuft hier ein Butler rum, den wir fragen können, ob wir eine dieser Hütten haben können. Denn wenn wir in eine andere Hütte reingehen, wie hier zum Beispiel. Hey, du! Ja, dann... Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Dann mögen die uns nicht besonders. Und oft kommen dann auch die Gardisten. Aber ich sehe gerade, ich kann noch mit dem reden von hier draußen. Das ist nämlich der Typ, der uns sagt, welche Hütte wir haben können. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Also das mit den Rüstungen ist auch so eine Waffe, so eine Sache. Wir können Leute umbringen und denen ihre Waffen abnehmen, falls uns eine Waffe besonders gut gefällt, und die dann benutzen. Bei Rüstungen ist das allerdings nicht so. Die Rüstungen können wir den Leuten nicht ausziehen. Rüstungen können wir nur dadurch erhalten, dass wir einem Lager beitreten. Und dann bekommen wir auch wirklich die Rüstung, die diesem Lager angehört. Also wir haben ja schon gesehen, die aus dem neuen Lager hatten so blaue, die aus dem alten Lager haben so rote. Das heißt, das ist quasi das Erkennungszeichen, welchem Lager man angehört. So, wir fragen ihn nochmal, was für das neue Lager spricht und was so im Sektenlager die Vorteile sind. Und zum Schluss noch, welche Hütte wir denn haben können. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Was sind die wenn du... Die Vorteile des alten Lagers kenne ich doch schon. Gehen wir wieder zurück. Also... Gut, dann fragen wir nochmal wegen der Sekte. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Das ist eigentlich paradox. Also ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, die Sekte sucht am dringendsten Leuten. Allerdings ist es auch am schwierigsten vergleichsweise, der Sekte beizutreten. Also es ist nicht besonders schwer, man kann allen Sekten ohne Probleme, allen Lagern ohne Probleme beitreten. Aber vom persönlichen Empfinden her ist es am kompliziertesten, der Sekte beizutreten. So, welche Hütten kann ich denn nehmen? Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Wunderbar, dann nehmen wir die uns auch mal und warten, bis es Tag ist.
nachdem wir das Fleischschwanzen-Ragout hier noch mitgehen lassen. Und ja, normalerweise würde ich das nutzen, dass es gerade Nacht ist und mir ein bisschen Startkapital besorgen. Es gibt hier nämlich eine schöne Stelle, wo wir das machen können. Allerdings warte ich damit lieber, bis ich mein Taschendiebstahl gelernt habe. So, wir haben hier einen Schinken gehabt und zwei Truhen. Da können wir Sachen drin lagern. Das ist immerhin unsere Hütte jetzt. Allerdings sind da keine Sachen drin. Das heißt, da ist die Ausbeute ein bisschen mickrig. Ich zeige das nochmal hier. Wir haben sogar eine eigene Feuerstelle bei uns in der Hütte. Allerdings kann man die leider nicht benutzen. So, ich will jetzt mal schlafen, damit wir endlich diese Blutspur loswerden, die wir hinter uns herziehen. Das kann ja nicht angehen. So, wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Wunderbar. Dann können wir jetzt mal gucken. Ich wette, jetzt kommt Matt wieder. Und keine Blutspur mehr. Yay. So, ich gehe erstmal wieder zurück dahin, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, das Lager zu erforschen. Und zwar hier hinten bei Snuff. Und wir können entweder da runter gehen oder hier oben entlang. Das werde ich auch mal tun. Hier waren, glaube ich, keine weiteren interessanten Personen mehr. Deswegen gehen wir mal hier lang. Ja, ein Schatten, der da entlang läuft wie so ein richtiger Gangster. So, ja, yeah, ich bin der Boss, yeah. Gut, wer ist denn hier noch wichtig? Mit Guy haben wir ja gerade geredet. Ich finde das einfach ziemlich cool, dass er Guy heißt. Also, das ist quasi Englisch und dann heißt er heißt einfach nur Typ. Das ist so ein Typ. Ein Guy. Toll, ne? Hallo Fletcher, wie geht's dir denn heute? Hey du, wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Neck? War das nicht derselbe Typ, den Snuff losgeschickt hat, Höllenpilze zu sammeln? Interessant. Vielleicht finden wir da ja mehr darüber heraus, wenn wir selber nach den Höllenpilzen suchen. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein. Und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Oh nein. Da ist wieder Matt. Ich muss ihn so schnell wie möglich einfach kaputt hauen, damit er nicht mehr kommt und mich nicht mehr nervt. Aber wir werden noch sehr oft in diesem Lager hier unterwegs sein und sehr lange. Und wenn er die ganze Zeit da ist, werde ich wahrscheinlich irgendwann durchdrehen. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Wegen Neck? Ja, halt mich auf dem Laufenden. Gut, wir wissen noch nichts über ihn, deswegen... Lass mich mal vorbei. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Ich suche gleich ein stilles Plätzchen, wo ich dich ein bisschen umbringen kann und so. Das Schöne ist, wenn wir eine Waffe ziehen, dann sind die Scheiß direkt alle böse. Weil das ist eine Bedrohung für sie, ne? Allerdings, wenn wir nur unsere Fäuste ziehen... Naja, ich lass dich vorbei, bevor du mich angreifst. Wenn wir nur unsere Fäuste ziehen, kümmert das keinen. Das heißt, wir können uns hier ruhig prügeln. Irgendwie mache ich keinen Schaden damit. Das ist nicht gut. Muss mal meine Stärke ein bisschen upgraden. So, jetzt sind wir ihn erstmal wieder ein bisschen los für einen halben Tag oder so. Das Guy, normaler Schatten, mit dem mag ich mich nicht unterhalten. Was haben wir hier eigentlich? Das ist so eine kleine Art Arena, wo Schaukämpfe ausgetragen werden. Zwar leider jetzt nicht, aber vielleicht können wir das ja irgendwann mal beobachten. Ich weiß leider nie genau, wann die sind. Die sind nicht täglich und wenn, dann sind sie irgendwann abends. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Schauen wir mal. Ja, da unten gehe ich gleich hin. Da ist auch noch was Interessantes, ja, kann man so sagen. Ich möchte erstmal hier weitergehen. Gucken, dass ich irgendwo noch Erfahrung kriege. Das wäre ja auch ganz schön. Butler, Butler. Kuno, der Schmied. Na, wie geht's dir so? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten.
Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ja, das wird eventuell noch für eine andere Quest notwendig, dass wir zu diesem Schmied gehen. Allerdings gibt es da auch einen ganz einfachen Lösungsweg, wo wir nicht hier hingehen müssen und den werde ich wahrscheinlich wählen. So, also das war ja schon ein relativ guter Hinweis so mit den Ornamenten und so. So, fragen wir mal, ob wir uns an der Schmiede versuchen. Ich würde selbst gerne mal an deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Mimimimi. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Das wäre ganz gut. Kaufen wir mal Dinge fürs Schmieden kaufen. So, was hat er denn? Er hat 5 Rohstahl für 40 Erz, 11 Klingen für 8, 9 glühende Klingen und einmal glühender Stahl. Ja, es lohnt sich eigentlich nur den Rohstahl zu kaufen, weil Klingen, glühende Klingen und glühenden Stahl zu kaufen, dann Schmerter zu schmieden und wieder zurück zu verkaufen, machen wir Verlust bei. Beim Rohstahl geht das allerdings, deswegen packe ich mal die 5 hier rüber. Und schau mal, ob ich irgendwas verkaufen kann, dass ich da erst zusammenbekomme. Zum Beispiel das rostige Schwert brauche ich nicht mehr, die Spitzhacken, Knüppel und so. Und die Pfeile packe ich auch einfach mal rüber. Dann haben wir hier Nahrung. Ja, würde ich erstmal ungern verkaufen. Den Trank auch. Was haben wir denn hier noch so? Ein Becher. Fackeln, Dietrich. Ja, ich fürchte, wir haben aktuell nicht genug Gold, um uns das leisten zu können. Kann ich hier was verkaufen? Eisschnaps. Nein, lassen wir das erstmal. Ich habe dafür aktuell noch nicht genug Erz. Allerdings haben wir hier so eine kleine Kiste, wo ein paar schöne Sachen drin sind, die ich gerne haben würde. Das ist auch das, was ich während der Nacht tun werde. Allerdings, man sieht schon, da ist ein Schloss vor. Und dafür brauchen wir ein paar mehr Dietriche und die Schlosseröffnen-Fähigkeit. Sonst wird das nichts. Schauen wir uns erstmal weiter um, ob wir hier noch irgendwelche interessanten Dinge finden, bevor Matt wieder auftaucht. Was für ein nerviger Charakter. So, eine kleine Abkürzung nach unten. Und, hört ihr das? Ja, das hört sich eindeutig nach Fleischschwanzen an. Und da sind sie auch schon. Nein, ich wollte das mit den Händen und Füßen machen. Sonst könnte das noch jemand als Bedrohung abstempeln. Lecker, lecker Fleischschwanzenfleisch. Nein, du sollst die Fäuste nehmen, mein Freund. So, na, komm her. Hallo. Hallo? Lass dich töten. Oh, und wir haben ein Level Up. Sehr schön. So, mit das. Und das. Das heißt, wir haben unsere ersten 10 Lernpunkte. Und die nächste Stufe läuft mit 1500 Erfahrung. Ja, das wird irgendwann sehr viel. Hört ihr die Fliegen? Sehr appetitlich. Ich glaube, ich möchte woanders hin. Ja, ich muss noch überlegen, was ich mit den ersten 10 Lernpunkten machen werde. Was ich mir da holen werde. Da gibt es ja einiges. Ich vermute, es wird tatsächlich das Schlösser öffnen, denn dann können wir uns diese Nacht ein bisschen Startkapital holen. Ja, mit diesen Leuten hier werde ich später reden, in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt noch zu Fingers und lass mir das Schlösser öffnen beibringen und dann ist auch schon wieder genug Zeit rumgegangen und ich muss die Folge leider beenden. Ja. Aber so seht ihr wenigstens mal, wie das ist, wenn ich mir was beibringen lasse. So. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Machen wir erstmal Schlösser öffnen, Stufe 1. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen. Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Sehr schön, danke schön.
Dann können wir ihn noch fragen, ob er jetzt ein gutes Wort bei Diego für uns einlegt und dann kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung. Würdest du nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Ich meine, 100 Erfahrung ist jetzt nicht viel, wenn man bedenkt, dass wir fürs erste Level alleine 500 brauchten. Aber das ist besser als gar nichts, ne? So, jetzt haben wir hier nämlich Diebstahlstalente, Schlösser öffnen, ausgebildet, Chance des Versagens 50%. Was schon wesentlich besser ist als 90%. Damit können wir die Schlösser einfacher öffnen. Ich muss mal gucken, wie viele Dietrich habe ich? Einen. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ich werde mal schauen, dass ich bald mal neue Dietriche auftreiben kann. Was haben wir eigentlich an Quests? Verschwundener Gardist, ja, da müssen wir Next suchen. Snuffs Rezept. Die Höllenpilze. Prüfung des Vertrauens, die Karte aus der alten, aus der alten Mine holen und den Auftrag von Torus uns um Mordrak zu kümmern. Ja, da haben wir schon einiges zu tun und wir sind gerade mal so ein kleines Stückchen hier durch den äußeren Ring gelaufen. Na gut, was wir noch weiteres tun können, werden wir dann in der nächsten Episode von Let's Play Gothic von Superfax, also mir, erfahren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder. Also macht's gut!